Hallo zusammen, heute geht es um den Amortisationsinverter. Neuer Begriff findet ihr nicht, ich erkläre das euch nachher. Aber zuerst geht es mal darum, ihr habt Angst vor dem Blackout, ihr habt Angst vor Stromausfällen und wollt euch dafür wappnen, ihr kauft euch eine Powerstation oder sonst irgendwas. Zum Beispiel solch eine Batteriebox mit allem drum und dran. Und ihr stellt die entweder im Keller oder ihr macht was damit. Für das braucht ihr einen Amortisationsinverter. Eine Powerstation oder eine Batteriebox. Man muss von Modell zu Modell vergleichen. Eine Batteriebox ist eigentlich eine Box mit solch einer Batterie drin. Und der Hauptschwerpunkt ist ein Inverter mit 1500 Watt. Damit ich hier zum Beispiel eine Nespresso-Kaffeemaschine betreiben kann und so weiter. Wenn ich so eine Batterie nehme, die kostet 900 Franken. Der Inverter 328, dann sind wir bei 1200 und so eine Batteriebox, alles verdrahtet mit USB-Abgang, mit Hauptschalter. Hier kann ich dann den Wechselrichter einschalten. Ich habe hier, kostet dann etwa 200 Franken mehr, aber ihr habt alles so komplett in einer Kiste. Ihr könnt das auch mitnehmen. Hier müsst ihr einzeln verdrahten, spart damit etwa 200 Franken. Ist aber technisch gesehen das Gleiche. Jetzt könnt ihr so ein Teil kaufen, könnt es in den Keller stellen und warten, bis der große Blackout kommt. Oder ihr macht daraus eine Guerilla-Solaranlage. Das heißt, zu dieser Batteriebox oder zu dem Set hier legt ihr euch zwei solche Panels zu, also 2x 130 Watt. Noch den Regler dazu, also Reglerkabel und so weiter. Das kostet dann 360 Franken, das Set mit dem Kabel dazu. Und das ganze Set ist dann irgendwo bei 1700 für 1280 Watt Speicherleistung. Ihr könnt auch einen Koffer kaufen oder so eine Falltasche. Ich sage mal ganz frech, das liegt dann im Keller und wenn es dann wirklich zum Stromausfall kommt oder so, könnt ihr das rausnehmen, könnt es außen am Balkon hängen oder irgendwo hinstellen, je nachdem, wie es bei euch zu Hause aussieht und ihr könnt dann Strom produzieren. Wenn der Stromausfall wieder vorbei ist, kann nach 2-3 Stunden sein, dann nehmt ihr das wieder und stellt es wieder in den Keller. Also ihr investiert hier, ich sag mal 1500, 1700, vielleicht 800 Franken in irgendwas, was ihr braucht für den Blackout, was wir hoffen, dass es nie eintritt. Gut, wir kaufen uns auch ein Auto mit dem Airbag und hoffen, den nie zu brauchen. Oder wir kaufen eine Versicherung, die wir eigentlich auch nie gebrauchen möchten. Und jetzt kommt dieser Amortisationsinverter dazu. Jetzt muss ich mal unterscheiden, ich habe eine Balkon- oder eine Plug-in-Solaranlage. Das ist im Prinzip das gleiche wie das hier. Das hänge ich außen am Balkon, wegen dem Balkonkraftwerk. Ihr könnt es auch auf die Garagendach machen oder sonst irgendwo. Oder einfach an die Fassade schrauben. Je nach Einstellwinkel nicht ganz die optimale Leistung, aber es ist versorgt, es liefert Strom und dann braucht ihr ein Plug-in oder ein Balkon-Solarkraftinverter, der dann diesen Strom, der produziert wird, jetzt hier 250 Watt, 260 Watt, das wird dann direkt ins Netz eingespiesen. Und man will damit den Stromverbrauch, also den Standby-Verbrauch senken. Jetzt, wenn ihr Single-Wohnung seid, dann geht ihr morgens zum Haus raus,
abends kommt ihr dann wieder nach Hause, unter Tage läuft da nicht viel. Also die 200 Watt werdet ihr kaum brauchen, außer programmiert die Waschmaschine vor oder Geschirrspüler vorprogrammieren auf Mittag, wenn dann der läuft, der das einspeist. Jetzt, aber ihr produziert den Strom, wenn ihr nicht zu Hause seid. Das heißt, der Strom wird im Prinzip ins Netz eingespiesen, ihr kriegt dafür nichts und habt auch nichts. Und so ein Wechselrichter, der kostet zwischen 250 Franken für diese Leistung, die wir hier brauchen. Und dann kommt es dazu, wenn dieser Blackout kommt, dann nützt euch das nichts. Weil solange kein Netz da ist, produziert so ein Plug-in-Wechselrichter nicht mehr. Auch eine normale Solaranlage, die braucht den Regelstrom vom Netz. Wenn da nichts kommt, dann wird da auch nichts produziert. Wenn ihr euch vorbereitet auf einen Blackout, auf einen Stromausfall, dann braucht ihr einen Speicher. Das heißt, so ein Speicher oder die Version, das hier, dann könnt ihr den Strom direkt rausziehen, wenn ihr viel braucht. Weil ihr braucht ja diesen Wechselrichter, der hier liegt, beziehungsweise hier verbaut ist, im Notfall. Nur jetzt liegt das eben rum und ihr seid auch nicht die, die immer hier Strom ziehen jeden Tag. Klar, man kann das Handy laden, wenn das irgendwo vernünftig rumsteht. Da kann man das Handy laden, man kann sonst irgendwas anschließen. Und das Ding hier, die 100 Ampere Batterie, wird bei einem Tag Sonne in der Regel geladen. Und jetzt komme ich zu diesem Amortisationsinverter. Also das heißt, für diese Anlage habt ihr 1800 Franken ausgegeben und da kommen jeden Tag 1 Kilowatt rein. 300 Kilowatt kommen rein, 250 Kilowatt, das hängt darauf an, wie die Zellen montiert sind. Wir rechnen mal mit 300 Kilowattstunden im Jahr. Wir haben jetzt einen Strompreis hier von 34 Rappen pro Kilowatt, also fast 33. Also kann dieser, also wir produzieren Strom für etwa 100 Schweizer Franken im Jahr. In meiner deutschen Firma habe ich ein Preisangebot von 68 Cent. Das ist das Doppelte. Da produzieren wir Strom für rund 200 Franken, 200 Euro im Jahr. Nur ich muss diesen Strom nutzen können. Wenn ich ihn speichere, klar, dann habe ich ihn gespeichert, aber irgendwann ist dieser Speicher voll. Und mit diesem Amortisationsinverter, das ist ein Plug-in-Hinverter, aber der hat nur 50 Watt. Den stecken wir hier ein, stecken den in die Steckdose, das ist eine Schweizer Steckdose, ganz normal. Der Steckdose, dann die Batterie anschließen und der liefert dann 50 Watt. Er sagt, das ist nicht viel, pro Stunde ins Netz. Aber 50 Watt im Gegensatz zu 250 oder die Einreden von 600 Watt Solaranlagen, 250 Watt brauche ich nicht, wenn ich nicht zu Hause bin. Aber 50 Watt, das ist eine Dimension, die ich brauchen kann pro Stunde. Die ich irgendwo, was läuft, ein Radiowecker, irgendwo ein Handyladegerät, und so weiter, die Kleinverbraucher, die einfach Standby mitlaufen. Und dieser speist genau das ein, was hier kommt, 50 Watt, aber das je nach Batteriezustand, je nachdem was reinkam, mittags kam vielleicht rein, 4 Stunden 250 Watt, da kam ein Kilowatt rein und so kann ich dann in 24 Stunden mit 50 Watt, auch das Kilowatt oder 1,2 Kilowatt, kann ich dann wieder ganz langsam ans Netz abgeben. Durch das liefert der eigentlich das, was oben an Solarzelle reinkommt, hier in die Batterie reingeht, über dieses Kabel in die Steckdose
und ihr braucht somit weniger Strom, beziehungsweise der Stromanbieter verrechnet euch den Strom nicht, den ihr hier langsam einspeist. Wenn ihr aber über 50, unter 50 Watt braucht Standby, 50 Watt ist nicht viel, dann geht der Strom zum Stromanbieter, der hat Freude dann, der bedankt sich bei euch nicht, aber 50 Watt brauchen wir in der Regel selber einfach so permanent irgendwo, was Kleines laufen, Kühlschrank und so weiter, was bei euch im Haushalt läuft. Also hier empfiehlt sich auch mal unten am Stromzähler gucken, was ihr braucht unter Tage. Gibt einen Zähler, könnt ihr abrufen, oder die Drehenbewegung bzw. das Blinken bei den Zählern, seht ihr, was da momentan ins Haus reinfließt. Ihr müsst natürlich da sein, wenn ihr ablesen wollt und eigentlich nicht da seid. Ja, dieser Amortisationsinverter, der kostet wieder Geld. Der kostet etwa 100 Franken, ich habe noch keinen Preis, ich habe noch gar nichts, ich habe überhaupt nichts, das ist nur eine Idee. Das frage ich euch natürlich, wenn ihr jetzt noch am Video seid, was haltet ihr davon, von diesem 50 Watt Inverter oder Amortisationsinverter? Der bringt eben irgendwie 250 bis 300 Kilowattstunden Strom ins Netz. Das ist ein Preis jetzt bei uns von ca. 100 Franken im Jahr. Diese Anlage hier, die kostet 1700. Der dazu sind wir bei 1800. Das heißt, ihr braucht 17 Jahre, bis ihr das Zeug amortisiert habt. Jetzt sagt mir jeder, ja, das rentiert sich nicht. Wenn ich aber die deutsche Firma nehme, dann brauchen wir nur 8 Jahre, weil in Deutschland habe ich wesentlich höhere Strompreise und wie sich die Strompreise entwickeln in Zukunft, kann ich nicht sagen. Aber wenn ihr das Teil nicht habt, dann investiert ihr 1700 Franken. Punkt, die sind weg. Ich hoffe zwar nicht, dass es einen Stromausfall gibt, dann könnt ihr es nützen. Hier ist natürlich das Problem, wenn ich das lade, am Balkon habe, immer Strom produziere und der speist dann über Nacht ein und ich habe einen regnerischen oder nebligen Tag, dann kommt hier nichts rein, der hat die Batterie leer gesaugt und am Morgen, wenn der Stromausfall in der Nacht kommt, ist die Batterie leer. Ja, wenn der Strom 2-3 Stunden ausfällt, 4 Stunden ausfällt, ist das nicht so tragisch. Sobald ja dann die Sonne kommt, kommt wieder ein bisschen Strom rein. Man kann sich damit arrangieren, dass dann gewisse Zeit kein Strom leistet. Aber habe ich einen länger anhaltenden Blackout, dann habe ich den Strom vorzu wieder in der Box. Solange ich keinen Strom habe, funktioniert der auch nicht mehr. Ich kann den auch rausziehen. Stecker raus. Ich muss Strom haben, dass dieser Investitionsinverter, so ein 50 Watt Plug-in-Inverter, funktioniert. Jetzt Guerilla kommt noch dazu. Diese Anlage kann ich aufhängen ohne Baubewilligung, ich mag es vom EW nichts haben und so weiter. Sobald ich aber einspeise ins Netz, das heißt diesen Guerilla-Inverter anschließe, der hier einfach eingesteckt ist, hier eingesteckt ist, muss ich das im Energieversorger, im Elektrizitätswerk oder der euch den Strom liefert, melden. Wenn ihr es nicht meldet, wird das kaum merken, weil das sind nur 50 Watt, die da kommen. Wir sind noch dran an einem größeren, der 100 Watt einspeist. Aber dann brauche ich auch eine größere Solaranlage, weil mit dieser Solaranlage zwei Panels, 130 Watt, also 250 Watt, 260 Watt Leistung, kann ich diesen, ich sag mal, den Strom direkt nützen, amortisieren und verkaufen.
Es ist nicht ein Riesengeschäft, solange unser Strompreis noch auf diesem Niveau ist, was wir jetzt haben, aber der kann ja auch steigen. Und vor allem, ihr habt eine Sicherheit, dass ich Strom habe, wenn ich einen langhaltenden Stromausfall habe. Hier habe ich ein Video gemacht, wie ich dann meine Ölheizung betreiben kann mit diesem Teil hier. Und hier mache ich euch ein Video über diese Solarzelle. Und hier mache ich euch ein Video über diesen MPPT-Regler, den ihr sonst für einfach die Erklärung von diesem Regler. Punkt, fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag.